Und da sind wir wieder, sagt ein bestimmter Mann, der uns heute besuchen will und der hier unterwegs nach uns ist. Und wir sind immer noch hier in unserer kleinen Hacienda, die mal eine werden soll. Wir haben aber jetzt immerhin schon ein Feld und wir sind immer noch bei Seven Days to Die. Hallo, liebe Freunde. Ja, ein schönes, herzliches Willkommen auch von mir. Von mir ebenso, willkommen zurück bei Seven Days to Die. Juhu, und ich bin durstig. Ja, wir haben ja wieder zwei neue Funksprüche erhalten, dass wieder zwei Leute hierher unterwegs sind. Genau. Und wir haben die Koordinaten durchgegeben, wo unsere Hacienda hier ist. Und die könnte ich eigentlich mal weiterbauen. Ich glaube nämlich, ich habe Holz gesammelt. Ich brauche hier nicht nur blöd in der Gegend rumstehen. Man kann ja auch was machen, ne? Das ist ja immer so. Ja, ich gehe wieder. Juhu. Ich höre da was. Hier kommt zwei. Hört ihr diese? Da kommen zwei Zombies. Stimme. Nein, zwei neue Menschen. Ich nehme mal lieber meine Axt in die Hand. Man weiß ja nie. Zombies. Am Schluss sind es Banditen. Nein, nein. Oh nein. Ah, ich habe schon angelegt, keine Angst. Seid ihr friedlich? Ja, erschieß mich, erschieß mich. Und das doch. Ist, alle sehen es jetzt hier, der Delfino. Hallo Delfino und der grandiose Ufo-Mann aus dem Weltall. Ja, ja, wir freuen uns alle. Die WG ist sozusagen komplett. Genau, wenn ihr mich bei Steam haben wollt. Was? Ufo-Out. Steam gibt's nicht mehr, die Welt ist untergegangen, hast du es nie mitgekriegt? Hier ist nur noch, ne? Es gibt nur noch Steinäxte. Oh Gott. Und vier Kerle und eine Frau, wollte ich nur mal nebenbei erwähnen. Ja, die Frau. Hallo. Das ist das geringste. Ja, okay. Steht, über meinem Kopf steht da jetzt Ufonaut. Ja. Ja, da steht Ufonaut. Ah, ja. Okay, gut. Und bei Delfino steht Delfino. Und original. Bei Shadow steht Shadow und bei Brutzi steht Brutzler. Der okay. Brutzi-Bär. Das hier soll unsere WG werden. Kommt mal her, Leute. Ich führe euch mal ein. Cool. Ja, ist das nicht schön? Wie heimelig. Ja, total. Wir haben alles da, was man so braucht. Ich habe Tee und ich habe Verbandszeug und so. Hier, das sind die Kisten. Cool. Wir haben zwei Kisten. Ufo-Mann hat sogar schon drei, glaube ich. Und ihr müsst euch, glaube ich, erstmal einen Schlafsack am besten machen, damit, wenn ihr sterbt, wir euch damit begraben können. Genau, hier ist aber eine... Ah, die Sicherheitstruhe kann ich nicht öffnen. Und während ihr euch jetzt da mit Schlafsäcken vergnügt, hau ich hier weiter Bäume kaputt. Meine Axt ist aber gleich kaputt. Ich lerne mal das ein oder andere Rezept in der Zwischenzeit. Nein. Ach ja, das wollte ich auch noch machen. Hier ist überhaupt kein Material für Schlafsäcke, Leute. Wir haben hier ein Baumwollfeld. Kann ich das ernten? Ja. Wie geht denn das mit E? Normalerweise, wenn du hingehst, entweder dieses oder du schlägst es kaputt. Ja, ich glaube, das ist noch nicht fertig. Das ist Baumwolle. Ach ja, das ist aber noch nicht fertig. Oder sowas basteln hier. Was ist das denn? Oh, ihr habt ja sogar Waffen, Alter. Kann ich nicht aufnehmen? Ist mein Inventar schon wieder voll? Wir brauchen unbedingt noch eine Kiste. Wir sind hier nicht umsonst hergekommen. Wir haben Waffen und Baumwollfelder. Ja. So, ich gehe mal gemütlich ein bisschen Steinfarmen in der Zeit. Ja, ich mache mir erstmal eine neue Axt. Wolle kann noch nicht abgebaut werden vom Feld. So, das war irgendwie so, ne? Krass. Wir können ja auch gucken hier bei Tor. Ne, Torch ist eine Fackel. Ich brauche eine Axt. Ich brauche eine Axt. Ich habe ja gar kein Gras. So, ich mache mir erstmal einen Spieß rein. Fackel? Torch? Brauche ich jetzt noch? Irgendwas? So, er hat drei Federn. Ja, liebe Leute, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Das sieht man immer wieder. Was brauchst du denn? Ich gucke gerade nach dem Rezept für eine Axt. Dafür musst du einmal das Gras zu diesen Fiberglass-Paints machen. Ja, das habe ich ja alle schon. Einen spitzen Stein. Und dann quasi in dem Mittelpunkt, da kommt ein Stick hin. Dann schräg rechts oben drüber der Grasbüschel. Und dann eins weiter unten rechts, dann der gespitzte Stein. Ja. Okay. Das müsste eine Steinaxt werden. Irgendwie da so, ne? Nee. Du kannst es ja auch links suchen hier bei deinem. Ja, genau, das wollte ich. Das wollte ich machen. Dann kannst du wohl mit Doppelklick macht er sofort alles rein. Brauchst es nicht einzeln reinpacken. Okay. Ich muss das nur erstmal finden. Das ist immer so eine Sache. Ich kenne mich hier in dem Menü noch nicht so aus. Genau. Das ist ja auch immer Englisch, wa? Wie die Dinger dann heißen. Und so. Ja. Wood Spikes. Ich könnte ja auch Wood Spikes machen. Ich gucke hier einfach mal ein bisschen rum, heißt Freunde. Was ist denn das hier? Eine Schaufel. Pickaxe. TNT. Warum habe ich das Rezept für eine... Da ist sie doch, Steinaxt. Wie heißt die? Steinaxt, Stone Axt.
Echse. Stone, Smilestone. Hä? Und ich habe eine Steinaxt noch. Menü? Im welchen, bei Waffen, ja? Nee, da wo dieser Schraubenschlüssel ist. Also der, ach, da, ne? Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, ja. Steinaxt, okay. Da ist so, er. Und jetzt hier. Ich habe eine Steinaxt. Okay, können wir noch ein paar Bäume abbauen, alles wunderbar. Und eine Kiste wollte ich noch bauen. Das könnte ich eigentlich mal gucken. Ich brauche noch Gras. Wir brauchen noch alle immer Gras. Ja, richtig. Es ist noch sehr früh. Wir wollen also keine paar. Wie, die ist kaputt gegangen? Die war nagelneu. Die Axt? Ja, ich habe dagegen einen Baum gehauen und dann ist die kaputt gegangen. Die war nagelneu. Was war denn das für ein Schrott? Das ist mir auch schon mal passiert. Was? Das ist mir auch schon mal passiert. Das ist, glaube ich, ein Bug. Okay. Ich weiß nicht genau. Man, ja. Diese Bücher kann man auch lernen, glaube ich. Ich lese das mal. Oh ja, ich habe das gelernt. Ich hab was gelernt, du Freunde. Ich habe immer noch kein Gras. Was hast du denn gelernt? Weiß ich nicht. Gucken. Weiß ich nicht. Ist jemand besen? Hat zufällig jemand Federn? Ja, ich habe Bücher. Stück. Das ist gut, weil dann würde ich gleich mal die Bewaffnung für euch dann bauen. Kann ich nicht in die Kiste reingucken, wenn du da reinguckst, Ufo? Kann das sein? Ja, das geht nicht. Ah, okay, alles klar. Ufo hat sich mal ein paar Bücher geklaut. In der Kiste noch Platz für die Federn. Aber mit der Axt, das war ja blöd jetzt irgendwie auch. Huh. Das ist der Vorführeffekt. Die ist wieder in mein Inventar geflutscht. Oh. Ja, komisch. Federn liegen in der Kiste drinnen. Dankeschön. Habe ich bestimmt irgendwie Mist gebaut. Haha. Oh. Techniker Mann hat jetzt mit geklauten Büchern was gelernt. Da, ich habe die Bücher gefunden im Kino. Ach so, ist ja gar nicht klauen, wir sind ja eine Gemeinschaft. Ja, genau. Wir sind eine große Gemeinschaft und alle, alles gehört allen. Was ich auch so gut finde, dass hier von der Gemeinschaft noch nicht einer unterstützt hat, dass ich mir einen Schlafsack bauen kann. Ich habe immer noch keine Axt. Ich habe eine. Ihr hier schon alle wie die Kaputten, es wird gleich dunkel. Ich habe gar nichts. Oh, Meister Ufo, was ist denn los? Nicht deprimiert sein. Ja, es geht schon wieder extrem bergab hier. Mit es bringt mir. Aber nichts, wenn du hier auf der Straße rumstehst und rummaulst. seine geklauten Bücher liest und dann erwartest, dass jemand Schlafsack hinlegt. Du hast aber wirklich ein sehr keckes Cappy auf, muss ich ja, sagen. Ja, habe ich auch gefunden. Willst du das haben? Kannst du schon. Nö. Ach, guck mal hier, das Haus wird schon weitergebaut und ich krieg irgendwie nichts auf die Kette. Aber, gleich. Ey, ich krieg kein Gras. Gras ist schwer, ich habe da mehrere Büscheln wieder haben müssen, bis der mal Fenster, das Gras okay. Ist. Ist so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip, ob man Gras bekommt, wa? Ich habe genügend Gras in der Tasche, ich komme mal vorbei. Ja, ich muss ja mal Bretter machen. Bretter. Ja, ich mach Bretter, die kann man übrigens nebenbei machen, das wurde mir ja so berichtet. Wir haben uns auch vorgenommen, hier alle Bäume in der Umgebung wegzufällen, damit wir hier gute Übersicht haben, wenn die Zombie-Nauten kommen. Das ist sehr richtig. Gut. Das ist voll der Plan. Ist ja auch ein schöner Platz eigentlich hier, finde ich. Naja, ist der erste Platz, den wir gefunden haben. Wie gesagt, alle 7 Tage eine besonders nasty Horde. Sehr schöner Platz. Bei mir steht jetzt so, Tag 1. Wollte mir nicht irgendjemand ein bisschen Gras geben? Ich komme ja vorbei. Bist du denn? Schlafsack wäre wichtiger. Bist du denn? Wer denn? Ach, nee, das ist Delfino. Delfino, du hast noch keinen Schlafsack. Delfino, hast du Gras? Nein, ich habe eine Axt, aber noch keinen Schlafsack. Das eine Feld liefert keine Baumwolle, was immer das da ist. Das wächst noch, das dauert noch. Aber sonst gibt es, glaube ich, keine in der Nähe, oder? Baumwolle. Für unsere lieben verehrten Zuschauer übrigens nochmal, ihr könnt dieses Chaos euch aus mehreren Perspektiven angucken. Also ihr könnt das beim Ufo-Mann gucken und ihr könnt das bei mir gucken oder beim Shadow oder beim Brutzi, weiß ich nicht, vielleicht demnächst auch. Und beim Delfino dann auch. Das heißt, sicher doch. Könnt euch das 5-mal angucken. Und das heißt, klappt bei mir mit der Aufnahme. Richtig, ja, bei mir gab es da Komplikationen. Bin noch nicht so sicher. So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei Ufo-Mann LP. Ihr seht schon, wie meine Leute hier fleißig bauen. Meine Leute? Aber ihr merkt schon, die sind ja auch noch nicht mal in der Lage, hier dem Ufo-Mann eine Axt zu geben. Oder Gras.
oder Gras. Ja, Uwe Mann, warte mal. Teddo hat ja vor einer gefühlten Stunde gesagt, er bringt mir Gras, aber... Ja, ich hatte die Polizei auf dem Fersen, die habe ich jetzt aber abgehängt. Wo ist der Uwe Mann? Ich gebe dir das verdammte Gras. Hier, komm her. Uwe Mann, hier. Gras. Komm hierher. Wir haben ja, Gras. Hier liegt Gras. Gras. Hier ist Gras. Das ist Onyx. Bitte. Gras, wie? Danke, her damit. Da liegt es. Bitte. Ja, Gras. Und hier ist die Axt. Hier hängt eine Stonex da. Aber nicht wieder alles auf einmal rauchen. Für die Axt. Nein. Er hat eh kein Feuerzeug. Nein, ich bin... Denn... Oh nein! Jetzt bin ich fast glücklich. Wo ist die Axt? Hab ich schon? Die musst du dir selber bauen. Das ist nein, ich habe ja eine bekommen. Ach so. Wutzi. Die ist zwar schon dreiviertel abgenutzt, aber... Haben wir Essen? Cool. Ja, in einer Kiste müsste Essen sein. Gut. So, meine lieben Zuschauer, ihr habt mal gesehen, wie kameradschaftlich wir miteinander sind. Jetzt hole ich mir mal was für einen Schlafsack hier. Oh, aua. Ich bring Baumwolle mit. Wollen wir jagen gehen, damit wir irgendwie mal ein paar Hirsche fangen oder so, damit wir was zu essen haben? Ja, Hirsche. Hirsche. Sehr gute Alternative. Ja. Essen ist immer gut. Okay. Aber die Baumwolle ist nämlich richtig. Ich brauche nämlich jetzt einen Schlafsack jetzt mal so für meine Zuschauer. Schlafsack, damit ich dann nächste Mal hier wieder an der Stelle spawne, wenn ich sterbe. Und ich würde jetzt eigentlich ganz gerne noch mal eine Kiste bauen, weil es macht keiner für mich. Ich habe das schon ein paar Mal angesprochen, aber... Ja, das ist so ein bisschen die Kommune der exzentrischen Einzelgänger, kann man so sagen. Genau. Ich bin kurz Welt. Ja. War denn hier das Rezept, dass ich aus Baumwolle diese Kottenteile mache? Das ist eine Kiste. Ich habe gar keine Baumwolle. Das heißt, close fertig. Das ist bestimmt das Auswachsen. Du brauchst einen Baumwolle in der Mitte und eins drüber. Also ein Kotton. Ich habe eine Kiste gemacht. Ich habe eine Kiste gemacht. Eins in der Mitte und eins drüber. So, ich hätte jetzt gleich 10 Clove Fragments für jemanden, der bedürftig ist. Klo-Fragmente. Ach, hier für Schlafsack? Ja. Wer damit? Wo bist du? Ja, genau, ich bin auch. Ich stehe hier in der Kiste. Ach, stimmt, du bist ja die Frau. Brauche ich mir ja nur merken. Ja, hey. Die einzige Liegt Frau. Da? Danke. Ja, die einzige, die arbeitet hier. Ja. Ich habe noch Kisten gemacht. Ist das nicht toll? Fein. Ja, ganz alleine. Eins, zwei, drei. Cool. Warum macht ihr die Kisten nicht im Haus eigentlich? Das kommt dann noch. Das kommt dann noch. Wir leben erstmal vor dem Haus und dann gehen wir irgendwann rein. Ich hätte gerne ein organisiertes Lager. Guck mal, immer wenn ich zum Haus hingucke, ist wie Zeitraffer, steht wieder ein Rand da. Shadows können wir gerne machen mit dem organisierten Lager. Der baut dermaßen schnell. Ja, der geht ab. Jetzt die Fragmente, um das zu bauen. Du, hab ich jetzt das hier eingesammelt, war? Ja, cool. Jetzt kann ich mir einen Schlafsack machen. Also Shadow, wenn, dann musst du das Lager bauen. Ich glaube, da hast du am meisten Plan von sowas. Echt? Ja, krieg ich hin. Ja, ne? Denke ich auch. Oh, möchte noch jemand eine Steinaxt? Ja. Tja, Uwe Mann war schneller. Ich habe zwei Stück rein. Über. Ach so. Ich habe eine. Die ist sogar noch ganz gut. Ich würde dann fast sagen, ich nehme mir mal Pfeil und Bogen und gehe mal los und versuche mal so ein Hirsch zu jagen oder so. Möchte mich jemand da noch so begleiten? Oh, begleiten. Okay. Und Pfeile muss ich noch machen. Pfeile, ja. Ja, hier, total viel Material. So, wer wollte die Axt? Hier, ich würde gerne eine nehmen. Da werfe ich dir hierher. Danke. Da steht sie. Danke. So, jetzt muss ich bloß noch einen Schlafsack. Genau, dann haben wir unsere neuen Ankömmlinge hier bald richtig gut untergebracht. Ja. Richtig. Ich kümmere mich noch um Waffen. Ja. Sag doch noch mal kurz, in welcher Rubrik ist der... Ach, ich hab schon. Okay, danke. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Ich kann die Zeit immer so schlecht sehen. 17 Uhr. Oh, ist bei... 17:25. Ja. Ja, klar. So, nochmal, wo sind die Teile jetzt für den Schlafsack? Das ist die unterste Reihe voll und ganz links der drüber. Ja, jetzt habe ich beim Haus, bei dem Haussymbol, ist der Schlafsack. Okay. Ich habe noch vier. Ich habe die Teile noch gar nicht, um den überhaupt zu bauen. Achso, vier Stück. Ich erkiste die Teile. Hier ist Wasser, hier ist Tee. Ganz links ist meine Kiste. Ganz rechts. Aber du kannst dich da ruhig bedienen. Wie kann ich denn das wegwerfen, was ich in der Hand habe? Indem du zwischen deinem Gürtel und dem Inventar das da einfach rausklickst. Genau. Oder wenn es eins ist mit Q.
Mit so, Feiern. Nee, genug, genug Sticks gemacht. Jetzt machen wir mal Pfeile, komm, das kriegen wir hin. Delfino? So. In meine Richtung. Dann. Ja. Ah, danke. Davon welche. So. Und. Oh. Ah. Um Pfeil zu machen, da brauche ich Federn, einen spitzen Stein, denke ich mal, ne? Und einen Stick. Genau, und da, aber was fehlt, sind nämlich noch Steine. Da sammle ich jetzt noch ein paar ein. Sag mal, Mädels, ihr habt ja noch gar keinen Ofen. Was? Nee, kannst du mal bauen. Ja. Material liegt in der Kiste. Okay. Bis auf die Steine, glaube ich. Ofen, Ofen. Ja, wir sind ja auch gerade erst hier angekommen, UFO, und da sind wir natürlich noch nicht so gut ausgestattet. Ja, ich bin auch manchmal ein bisschen undankbar und ungeduldig. Oh, was? Oh, ich habe Hunger. Also, ich muss euch sagen, mein Schlafsack braucht mir 6 Tage. Ja, ist gut. Ich meine. Meine letzte Aufnahme? Ja. Ich rede gerade mit mir selber, Entschuldigung. Meine letzte Aufnahme ist ja schon mindestens schon über eine Woche her. Und ich habe den Eindruck, dass sich die Grafik seitdem total verbessert hat. Ja. Ich habe die nicht so geil in Erinnerung. Irgendwas mit Shader und irgendwie sieht es viel geiler aus. Ich weiß auch nicht. Oder liegt es an dem Server? Oder? Das ist die Gegend hier, die ist besonders schön. Ja, genau. Oder wegen dem Gras vielleicht. Ja, oder wegen den Leuten. Irgendwer noch. Irgendwer noch zwei Kleidung. Oder wegen den Leuten, stimmt. Sekunde, ich mehr, leider. Ja, ich brauche mehr Steine. Die Kisten ist nichts mehr? Ist einfach so. Total leid. Ich habe zumindest nicht gesehen, ich habe es übersehen. Ich habe 4, aber der Schlafsack braucht ja 6. Man merkt schon, jetzt, wenn wir jetzt mit 4 Leuten hier, mit 5 Leuten hier sind, dann muss man sich vom Reden her teilweise echt zurückhalten, sonst ne, quatschen alle durcheinander. Stimmt. Dann hört keiner was. Nö, aber wir können einfach weiter durcheinander quatschen. Oh, ein Ei. Bla 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 bla. Ja, von wo holst du die? Ja. Ich habe mir jetzt, ich habe die Aufgabe, einen Ofen zu bauen, bitte. Kein anderer baut einen Ofen, nur ich. Okay. Okay, ist in Ordnung. Ich hätte gerne 3 Öfen. 3 Öfen, bist du irre? Natürlich, einmal für die Wasserproduktion, Metallproduktion und Waffenproduktion. Ach so. Okay, ja, stimmt. Eigentlich braucht man Öfen für jeden. Ernsthaft anderen. Jetzt? Bist du irre, Shadow? Natürlich. Du, das war jetzt aber nicht gemeint. Das ist nur so ein Spruch, sagen wir so in Berlin. Bist du irre? Ich weiß, ich kenne das ja. Ich kann ja, egal wo ich in Deutschland bin, ich verstehe die Leute so ziemlich. Und ich verstehe den UFO-Mann sowieso, weil ich auch aus Berlin komme, gebürtig. Also. Ah, na dann ist ja gut. Ein Landsmann. Ja, Kreuzberg, ne? Ja. Wenn man nicht aus Berlin kommt, ist das dann auch gut? Nö. Okay. Ist ja langweilig quasi. Ach so, total. Ja, ja, verstehe ich. Da habe ich auch verstanden. Und dann machen wir die Randgruppe auf. Ja. Kommt man ja aus dem Tal der Ahnungslosen. Die Randgruppe bin ja ich. Ich komme nicht mal aus Deutschland. Stimmt. Würdest du bitte böses Faul. Ganz böses Faul. Voll die internationale WG. Genau. Wir akzeptieren alles, auch Visa. Ja. Aus diesen gelben Blumen. Sogar wirklich. Aus den gelben Blumen kann man übrigens wunderbar einen Tee machen. Lecker. Wenn man Deutschland, der hilft gegen Durchfall. Ja, genau. Der hilft gegen Durchfall. Wirklich? Ja, also ja. Der Tee, der da ist, den dürft ihr nur trinken, wenn er Durchfall habt, ne? Also nicht, dass er den mal so wegballert. Cool. Da in der Ankiste ist der Tee. Nächsten Teeparty. Wo sind wir jetzt überhaupt? Ich hab mich verirrt. Ups. Warte immer noch auf die Lieferung. Ich wollte ja Ofen bauen, fällt mir gerade ein. Achso, da musst du Baumwolle farmen, lieber Delfino. Ja, ich sehe keinen. Das Feld ist leider noch nicht ausgewachsen. Kommen die ersten Monster gleich? Oh, ich sollte zurückkommen, es wird dunkel. Zu wann haben wir die bestellt eigentlich? Ich habe einen Schlafsack. Ich habe nicht mehr einen Schlafsack. Die erste Horde müsste demnächst kommen, glaube ich. Okay, ja, du helf doch mal schnell Delfino. Ja, einen Schlafsack bauen. Ja, ich nehme Baumwolle mit. Gib ihm ein bisschen Stoff. Wie viele Close Fragments braucht er denn noch? 2. Ja, 2 noch. Ich habe 4 und 6 braucht man ja. Okay. Ich habe 1 hätte ich noch, das schmeiße ich immer hin, Delfino. Boah, okay, denn das bringe ich mit. Hier. Nee, ich komme mal zum Haus zurück. Ach so, das bist gar nicht du. Das ist so gut. Dann nehme ich es erstmal wieder auf. Wir sehen alle so, ja, aber ich, so bin jetzt, ich bin jetzt da. Ah, da ist er. Ja, hier, warte, ich schmeiße es dir nochmal hin. Komme. Ja. Okay. Wo ist denn hier der Eingang eigentlich von unserem Haus? Vielleicht kommt die. Tja, finde den. Ah, hier. Ich würde sagen, über eine Leiter nach oben bringt die meisten Erfolge auf der Flucht. Ja, stimmt. Ja, aber noch nicht. Also, das kommt dann auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal. Oh Gott, jetzt wird's spannend. So, Delfino, wo bist du? Ich habe einen Taschenlampe. Guck mal an, aus, an, aus, an, aus. Bei den Schlafsäcke.
Ich komme, ich habe das Close Fragment hinter dir. Okay, ich baue mir gerade Pfeile. Noch das sehe ich ist keine genial. Danke. Oh, geil, wie die Sonne untergeht. Alter. Ja, ist cool, ne? Ich finde die Grafik total cool. Und guck mal, meine Taschenlampe, die geht an, aus, an, aus. Oh, cool. Moderne Technik. Kann man ja neidisch werden. Ja, hast wohl keine, wie? So, Delfino, ich leg den Crossbow hin. Und für den Ufermann habe ich auch gleich noch einen Crossbow. Oh, Crossbow. So. Wo ist er? Hier ist er. Werf ich dir hin. Oh, cool. Also ich finde diese Waffe richtig schwer. Wow. Oh, da hat wer Durchfall. Nein, habe ich Dreck mit Wasser getrunken. Nö. Ah, so geht das, genau. So, Delfino? Hat noch jemand Pfeile übrig? Ich habe nur sehr einen. Geil. Ich finde Delfino 10, hier, Pfeile. Ach, muss ich die jetzt aufteilen? Das ist ja blöd. Wo liegt der am Boden? Hier, bei mir. Oh, da müssen wir erstmal mehr Blätter machen. Da bin ich. Geht gerade nichts im Finstern. Ah, da. Einfach, genau. Der Ufonaut mal bitte zu mir. Ist es so, dass kommen die jetzt gleich... Kommen die Zombies immer nur nachts hier auf dem Server oder wie? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber wir haben auch tagsüber. Wir haben die alle schon getötet. Ach so. Also viele. Die wir kommen nicht wieder neu. Ach so, man kann die richtig in einer bestimmten Gegend ausrotten, ja? Oder wie? Und dann sind die in der Gegend nicht mehr, ne? Uff. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also mir kommt es auch gerade ein bisschen sehr wenig vor. Ja. Pfeile? Ja. Müssten hier? Die Zombies da sein, also. Kann das Holz ja nicht anfangen zu brennen? Nö, ne? Nee, das ist Asbestholz. Ah, gut. Aha, kommt ruhig hier, Zombies. Brutzi, wenn du runterkommst, kriegst du auch noch Pfeile. Okay. Ja, vielleicht. Boah, ist ja verdammt gute Nacht. Gerade heute mal. Hast du meine Tastatur wieder? Ball bewölkt. Geil. Ja. Danke. Okay. Weg da. Ich? Oh, cool. Aussichtspunkt. Ich hab doch Steine gesammelt, die will ich mal schnell anspitzen. Ich guck grad auf die Uhr, die Folge ist rum, Leute. Ach, hier, schon wieder. Ja, schon wieder. Ging schnell. Ja. Adios. Ja. Dann machen wir die schnell zu Ende, bevor genau. Die Horde kommt, ne? Und dann. In der nächsten Folge geht's dann weiter und Ufermann macht nächstes Mal die Begrüßung. Ich freue mich. Ja. Ich mich auch. Ich mich auch. Ihr könnt, auch. Ihr könnt ruhig was sagen. Ja, meine läuft auch schon länger. Okay, alles klar. Hey, hallo. Dann kann ich anmoderieren oder wie oder was? Immer du. Ja, kann doch Werner machen. Ich will mich da nicht vordrängeln. Jetzt macht's der Ufo, jetzt nein, definitiv. Ja. Aber der kommt ja erst dazu, deswegen. Das ist genau, ich hab mich. Da, genau. Ich mach die und der nächste macht dann der Ufo. Okay, alles klar. 3, 2, 1, meins.